Ja, Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Jetzt gucken wir uns die Abschottstelle an. Ja, also ich habe irgendwie ist mir das nicht geheuer. Die Feuerkugel hat einen Eingang zu diesem Grab freigelegt. Das ist ein Zeichen der Götter. Herabgefallener Stern, ein großer blau leuchtender Stein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Ja, cool. Was heißt 15? Ich glaube, die Fackel brauche ich hier drin nicht. Eine Sonnenuhr. Ich frage mich. Könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Diese Zahl ist wohl wichtig. Löse das Sonnenuhrrätsel. Scheiße, ich weiß nicht. Diese Zahl ist wohl wichtig. Was muss ich machen? Bayek spricht in dieser Questreihe sehr leise. Muss ich hier irgendwie drauf schießen auf irgendwas oder? Kann ich mir nicht vorstellen, ne. Warum auch? Löse das Sonnenuhrrätsel. Das will ich auch lösen. Aber sonst kann ich hier... Sonst kann ich hier nichts machen. Das ist ja auch nicht richtig. Oder ist das eine Quest? Diese Zahl ist wohl wichtig. Diese Zahl ist wohl wichtig. Ja, das war mir klar. Ich kann hier ein bisschen rumklettern, mehr aber auch nicht. Gut, da will Bayek nicht dran hüppen. Dann lass es halt. Ist das eine Quest, die mich... Bayek beobachtet, ich habe die verschiedene Abschnitte zu untersuchen. Löse das Sonnenuhrrätsel. Das gibt nur in Anführungszeichen 1500 Erfahrung. Ich glaube nicht, dass das eine Quest ist, die mich jetzt das ganze Spiel über verfolgt. Ach, okay. Da gibt es erstmal Pfeile für alle. Ach, guck mal, hier ist die Sonnenuhr. Ich habe mir natürlich drinnen nicht... Ist das die Sonnenuhr, die in dem Grab dargestellt wurde? Offensichtlich ist sie das. Blaue Kristalle. Habe ich es kaputt gemacht? Oder habe ich es ganz gemacht? Ich wollte eigentlich nur mal so ein Ding hochklettern. Aber hier... kann man nicht vorstellen, dass hier irgendwas gelöst ist. Die Detail scheint nicht zu sein. Okay.
Hab ich vielleicht diese... Hyänen, komm, geht weg, bitte. Keine Lust, ich will jetzt... das Rätsel lösen und nicht kämpfen oder so. Das ist die Sonnenuhr, die dargestellt wurde. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was ich tue. Meditieren wir mal, lassen wir mal die ändern wir mal die Tageszeit. Ja, nachts irgendwas machen. Ist zwar eine Sonnenuhr, aber vielleicht aktiviert sich nachts wieder irgendwas. Ich werte das als nein. Das ist ein rätselhaftes Rätsel. 15. Jetzt ist das wieder, jetzt sind die wieder offen. Und die hier aktiv sind, das sind die, die im Grab quasi markiert waren. Was? Hier rein? Was passiert hier? Oder sind die nur aktiv, wenn... Ich meine, wir sehen ja hier, dass sich die... Dass sich der Schatten bewegt. Ich habe halt auch ganz ehrlich keine Ahnung, wie man eine Sonnenuhr liest. Aber in der Regel geht sie ja 360 Grad, das heißt doch eigentlich sind die Uhrzeiten die gleichen wie auf unserer Uhr? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keinen Plan. Wie man eine Sonnenuhr liest. Ich bin ungebildet, ich weiß. Beziehungsweise ist mein Allgemeinwissen tatsächlich nicht wirklich gut. Könnte deutlich besser sein. Jetzt warte ich mal, bis der Schatten auf die dritte Säule zeigt. Aber es kann doch kein Rätsel sein, was aus Warten besteht. Ich kletter mal hier hoch. Kann ich ja nicht umsonst. Sorry, dass das jetzt ein bisschen langweilig ist, weil ich nicht so richtig weiß, was ich tun soll. Nichtsdestotrotz finde ich die Quest eine willkommene Abwechslung. Aber dass ich jetzt hier oben drauf stehe, bringt mich auch nicht wirklich weiter. Das bringt mich insofern weiter, dass ich einen Gesamtüberblick habe, so ein bisschen besser. Mehr aber auch nicht.
Mehr aber auch nicht. Wie gesagt, ich warte jetzt noch mal kurz, bis der Schatten auf der dritten Säule steht. Und dann sollte ich mich mal erkundigen, wie man eine Sonnenuhr richtig liest, interpretiert, wie auch immer. Das könnte mir nämlich helfen. Ich weiß nicht, die Zahl 15, ja, das ist schön. Ich weiß nicht, was mir die Zahl sagen soll, um ehrlich zu sein. Warum höre ich manchmal Herzschlag? Los, Sonne, schneller! Wahrscheinlich passiert gar nichts. Wahrscheinlich ist diese ganze, ist das jetzt alles Zeitverschwendung, was ich tue. Wahrscheinlich ist es auch einfach wieder denkbar einfach, denkbar simpel. Okay. Es bewirkt etwas, wenn ich mit dem Pfeil drauf schieße. Also 1, 3, 5. Muss ich irgendwie... Okay, dass die Pfeile da waren, war kein Zufall. Muss ich hier irgendwie auf die Summe 15 kommen? Mit der Aktivierung dieser Kristalle? Ich meine, dann könnte ich einfach dreimal auf Dis... Ich probiere das jetzt mal. Test. Wahrscheinlich muss ich alle drei verwenden und muss auf Summe 15 kommen oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Los, nochmal. Nachts kommen wir nicht weit. So. Fünf. Zehn. 13. 14. 15. Yes! Dem Grab. Bin auf dem Weg zu dem Grab. Ach Gott, eine ist sehr mysteriös. Ich mag das ja. Ich mag ja sowas. Es ist offen. Was zur Hölle? Seelen frisst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welch Reise liegt hinter mir?
Was habe ich alles gesehen? Ich bin nur einer von euch. Ich laufe absichtlich so langsam, weil ich Schiss hab. Irgend so ein Zwischenbosskampf, dann werde ich jetzt sowas von verkacken. Ist das? Ich habe irgendwann mal gelesen, dass ist das nicht irgend so eine Cross-Promo-Quest? War da nicht was mit Assassin's Creed und Final Fantasy oder so? Oder mit irgendwas war doch da. Ich glaube, wir haben gute Waffen und ein gutes Schild gefunden. Also ein gutes Schwert und... Querreittier? Ja, hundertprozentig ist das ein Chocobo. Das ist irgend so eine Cross... Promo-Gedönsel von wegen Final Fantasy und so. Wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Stimmt mir zu, wenn ich richtig liege. die Quest verfolgen wir und dann gucken wir uns jetzt mal unsere Reittiere an. Ein Queh. Wegen ihrer enormen Geschwindigkeit Entschuldigung. Wurde diese mysteriöse Kreatur einst in Rennen eingesetzt. Genau, das ist nämlich hier... Komm, wir gucken uns den mal an. Stufe 27, Qualität 68. Gesundheit für kritische Treffer, Adrenalinregeneration, kritische Trefferchance. Holy shit. Das ist schon nicht schlecht. Ultima-Klinge. Nur eine Klinge, die in Insomnia geschmiedet wurde, kann unermüdlich die Lebensenergie gefallener Feinde absorbieren. Ich habe von Final Fantasy keine Ahnung. Wenn das tatsächlich Final Fantasy ist, wenn es irgendein anderes Spiel ist, mir sagt eine Klinge, die in Insomnia geschmiedet wurde, tatsächlich nichts. Ich habe nie wirklich Final Fantasy gespielt. Ich habe einige Let's Plays dazu geschaut, aber das ist auch schon alles. Ich habe eh so viele Spiele nicht gespielt, weil ich jemand bin, der, wenn er ein Spiel hat, der auch lange daran hängt. Ich habe einige MMOs lange gespielt, ich habe Diablo 3 sehr lange gespielt, will es auch weiterhin spielen. Im Moment spiele ich viel Ark, das sind halt auch alles so Spiele, die man monatelang, die man Ewigkeiten spielen kann. Und dann hänge ich eben immer an diesen Spielen entsprechend und kann mich damit auch, wie gesagt, Monate, gar Jahre lang beschäftigen. Und so viel Zeit habe ich leider nicht, als dass ich Anubis-Amulett, als dass ich so unendlich viele Spiele spielen könnte. Leider. Leider, leider, leider. Deswegen bin ich auch nie zu Final Fantasy irgendwie gekommen. Gut, auf jeden Fall. Ja, nett, cool und alles. Und so. Ich dachte schon, jetzt kommt der oberfiese Bosskampf. Ich gehe nochmal hier hoch. Ich will mal gucken, ob hier noch irgendwie irgendwas... Ich will mehr von diesen Quests, weil ich will einen Bogen. Ich will immer einen Bogen. Das wisst ihr mittlerweile. Wenn ich irgendwas will, dann ist es immer ein Bogen in diesem Spiel. Nach Möglichkeit ein Raubtierbogen. So. Spaß beiseite. Wir gehen in dieser Folge noch zurück nach Nitria und geben die Quest ab. Okay, also diese grünen Questplots sind offensichtlich nicht irgendwelche super coolen Ingame-Quests, sondern einfach irgendwelche... Also das war hundertprozentig so eine Cross-Promo-Quest. 100 pro. So, ist Anubis wieder cool oder was? Da oben?
Das wäre doch wünschenswert. Oh, mächtiger, oh, mächtiger, jawohl, oh mächtiger, guck mal, alles brennt wieder, alle Anubis ist wieder lieb. Anubis hat sein Feuer zurück. Wir klettern mal zu Anubis. Mal Anubis mal zeigen, was wir drauf haben. Ja, Mann, ist ja gut. Hab Dank. Hallo. Was gibt es Neues? Die Fackeln brennen mit unermüdlicher Flamme. Dann bete ich, dass Anubis uns verziehen hat. Ich habe Amulette bei ihnen gefunden. Sagt dir das irgendwas? Etwa bei den Fackeln? Hm. Vermutlich zur Abwendung des Omens. Ich halte die Augen offen. Doch erst einmal brauchen einige Rebellen unsere Hilfe. Gewöhnlich reise ich selbst, aber man braucht mich hier. Sophia bot an meiner Stadt zu gehen, aber nur wenn du sie eskortierst. So soll es sein. Bajek, ich hoffe, deine Jagd wird bald enden. Bevor du unwiederbringlich ein anderer sein wirst. Okay, Quest abgeschlossen, Riten für Anubis. Stufenaufstieg. Dang. Achso, siehst du, unser Reittier, wenn die Nacht hereinbricht. Unser Reittier können wir mal ausprobieren. Sprich nachts mit Sophia über die Bedürfnisse der Rebellen. Sie befindet sich am Nordeingang der Natronmine. Da oben. Des Nachts. Das werden wir tun. Das werden wir aber in der nächsten Folge tun. Und dann haben wir da noch eine Nebenquest. Ja, hier haben wir, in Memphis haben wir halt auch noch, die habe ich ja absichtlich oder bewusst ausgelassen. Gut, so machen wir es. In der nächsten Folge, wenn die Nacht hereinbricht, wir kriegen als Belohnung ein Reittier. Das finde ich schon mal sehr cool, da bin ich mal gespannt. Und Rebellenallianz, die Nebenquest haben wir ja auch schon länger auf der Karte. Hier kommen wir bestimmt auch noch im Zuge einer der Quests hin. Und dann geht's vielleicht, hoffentlich, mal weiter mit der Hauptquest. Ja. Das klingt doch nach einem guten Plan. Bis hierher sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.